Ich verstehe, dass die zu Hause gebliebenen natürlich auch teilweise auf uns sauer sind. Das ist absolut verständlich. Man hat sich ein Jahr drauf gefreut. Das tut uns unendlich leid. Also wir versuchen das nochmal zu betonen. Die haben eigentlich ermöglicht, dass die anderen feiern können. Hier auf dem Gelände ist eine fantastische Stimmung. Das muss man wirklich sagen. Das schmerzt die anderen natürlich noch viel mehr. Aber für mich ist die Metal-Szene eine Einheit. Und ja, auch die verzichtet haben, die tun es für die anderen. Und das ist einfach unglaublich. Ich glaube, es geht in keiner anderen Szene, das, was hier unsere Fans zusammen geleistet haben. Ja. Kann man eben kurz ins Mikro, dann hört man es auf dem Band. Glauben Sie, dass die Fans das verzeihen können? Also, dass es nächstes Jahr kein großes Gegrummel gibt oder dass da irgendwie jetzt, ich sag mal, Angst besteht, dass es nächstes Jahr wieder irgendwas nicht klappen könnte, unabhängig davon, ob es Extremwetter gibt? Das hoffen wir natürlich. Und wer uns kennt, der weiß, dass wir alles dafür tun werden. Und ja, das hoffen wir. Wir zählen auf die Metal Community, ist klar, haben wir alle Jahre gemacht. So, Rain or Shine, ne? Das Rain vielleicht mal streichen für ein paar Jahre und dann wird es schon klappen. Abschließend würde mich noch interessieren, Sie sind ja jedes Jahr hier und es ist ja hoffentlich kein Ende in Sicht. Ist schon mal darüber nachgedacht worden, die Fläche vielleicht einfach zu kaufen, um mal so richtig alles auf Vordermann zu bringen? Naja, das ist ja das, was Wacken ausmacht. Wir haben eben über die Solidarität der Landwirte gesprochen. Ich sage mal 400 Hektar. Das sind alles mathematische Aufgaben. Das ist eine landwirtschaftliche Fläche und das soll es auch bleiben. Wacken ist in Wacken und nicht auf dem Messegelände sonst irgendwo. Das sind die Gegebenheiten, mit denen wir seit über 30 Jahren hier die Geschichte machen. Das ist die Geschichte, die geliebt wird. Und ja, betonieren ist keine Option.